Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 3.1 lesbar der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien Einfach-A und Doppel-A der Richtlinie 3.1 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMEX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Richtlinie 3.1 gehört zum Prinzip 3. Das hat den Titel Verständlich und lautet: Informationen und die Bedienung der Benutzungsschnittstelle müssen verständlich sein. Und die Richtlinie 3.1 hat den Titel Lesbar und lautet: Machen Sie Textinhalte lesbar und verständlich. Es geht also vor allem um Menschen mit kognitiven Einschränkungen, aber auch Menschen, die Texte in einer fremden Sprache lesen oder Menschen, die aufgrund einer Sehbehinderung eine starke Vergrößerung brauchen und deshalb auch gern den Zusammenhang verlieren beim Lesen. Das Erfolgskriterium 3.1.3 hat den Titel Ungewöhnliche Wörter und lautet: Es ist ein Mechanismus verfügbar, um spezifische Definitionen von Wörtern oder Ausdrücken zu bestimmen, die auf ungewöhnliche oder eingeschränkte Weise benutzt werden. Idiome und Jargon eingeschlossen. Also es geht um ungebräuchliche Wörter, Fachwörter, Fremdwörter, Idiome, also Redewendungen, auch Analogien, die nicht jedem klar sind. Auch hier kognitive Einschränkungen können die Ursache sein, so etwas nicht zu verstehen, aber auch Leser in einer Fremdsprache. Und die Lösungen, die man hier anbieten kann, sind, dass man einfach ein ungewöhnliches Wort im Text erklärt. Zum Beispiel in Klammern oder als Fußnote oder sonst in den Text einschließt. Zumindest beim ersten Mal, wenn es auftritt, am Anfang eines größeren Abschnitts. Oder man kann Definitionen in einem Glossar sammeln und dann, wenn das Wort auftritt im Text, durch einen Link auf den Glossareintrag verweisen, sodass der Benutzer direkt dahin springen kann. Oder man kann auch einen Suchmechanismus bereitstellen, gegebenenfalls sofort darauf, also einen Link machen, der darauf auf die Suchmaschine verweist und schon das entsprechende Wort im Suchfeld eingegeben hat. Die Suchmaschine kann intern sein oder auch extern. Auch beim Erfolgskriterium 3.1.4 geht es um Menschen, die eine kognitive Einschränkung haben oder auch in einer Fremdsprache lesen. Aber generell erleichtert es das Lesen für alle Menschen. 3.1.4 hat den Titel Abkürzungen und lautet: Es ist ein Mechanismus verfügbar, um die ausgeschriebene Form oder Bedeutung von Abkürzungen zu bestimmen. Es geht also darum, was für eine Bedeutung eine Abkürzung hat. Manchmal ist auch die Aussprache davon abhängig. Und es kann eben sein, dass eine gleiche Abkürzung in unterschiedlichen Zusammenhängen und Kontexten auch unterschiedliche Bedeutung oder auch Aussprache hat. Wie kann man das lösen hier? Also am besten, man versucht es so zu machen, dass für alle Menschen ersichtlich ist, was es bedeutet. Also beim ersten Mal eine Abkürzung ausschreiben, eventuell in Klammern. Es gibt aber auch in HTML eine Lösung, das verborgener zu machen mit dem Tag ABBR. Da habe ich gleich noch eine Folie dazu. Oder man kann auch wieder, wie bei dem vorigen Erfolgskriterium, einfach ein Glossar anlegen mit den Abkürzungen, darauf verlinken. Oder eine Suchmöglichkeit geben und eventuell auch schon darauf verlinken. In HTML gibt es das Element ABBR für Abbreviation
Und ich habe hier ein Beispiel, wie man das verwenden kann. Hier auf der Webseite WCAG 2.1 erklärt ist im Titel H1 das Wort WCAG als Abkürzung enthalten. Und man sieht jetzt hier im Quelltext, dass das einfach durch ein ABBR-Tag geklammert wurde. Dieses WCAG, diese Abkürzung. Und wichtig ist dann, dass man die ausführliche Form in das Title-Attribut einbindet. Also hier Web Content Accessibility Guidelines. Und dann der Rest 2.1 erklärt, ist ja keine Abkürzung mehr. Das ist vermutlich die beste Lösung in HTML. Hat auch den Vorteil, dass jemand, der mit der Maus darüber geht, eben dann das ausführlich sieht, sodass es eben für jeden zugänglich ist. Das Erfolgskriterium 3.1.5 hat den Titel Leseniveau und es geht jetzt darum, dass man Texte möglichst leicht verständlich formuliert. Das Kriterium lautet auf Deutsch, wenn Text nach Entfernung von Eigennamen und Titeln, also das ist eine Ausnahme, Eigennamen und Titel sind ausgenommen, wenn also der Rest des Textes Lesefähigkeiten erfordert, die über das Niveau der Sekundarstufe 1, das entspricht 7. bis 9. Schuljahr, hinausgehen, ist ergänzender Inhalt oder eine Version, die keine über die Sekundarstufe 1 hinausgehenden Lesefähigkeiten erfordert, verfügbar. Also auch hier Menschen mit kognitiven Einschränkungen sind betroffen, aber auch gehörlose Menschen, die eben eine Gebärdensprache als Muttersprache haben und dann der Wortschatz in der Fremdsprache, gesprochene, geschriebene Sprache kleiner ist. Oder Menschen, die in einer Fremdsprache lesen. Wie kann man diesem Kriterium gerecht werden? Also man kann entweder einen Text leicht verständlich schreiben, sodass er eben von 7. bis 9. Klässlern verstanden werden kann. Wenn man aber Texte schreibt, die an ein bestimmtes Publikum gerichtet sind oder eine bestimmte Komplexität erfordern, dann kann man auch noch zusätzlich eine Erklärung schreiben für Leser, die jetzt nicht zu diesem Kreis von Experten gehören. Oder man kann eine Alternativversion schreiben, die eben leicht verständlich ist und diesem Kriterium entspricht. Wie kann man das testen, ob das nun dem Niveau eines 7. bis 9. Klässlers entspricht? Dazu ist eigentlich, sind Experten nötig. Sprachexperten und das ist auch für jede Sprache wieder unterschiedlich. Es gibt aber so eine Art Heuristiken, im Prinzip so Faustregeln, die man hier anwenden kann und dazu gehört auch der Flash Reading Ease Score. Der wurde von einem US-Wissenschaftler entworfen. Ein Sprachwissenschaftler, der in Österreich geboren war, sein Name Rudolf Flesch, 1911 bis 1986. Und er hat es ursprünglich für die englische Sprache entworfen und Toni Amstatt hat die Formel dann auf die deutsche Sprache übertragen. Schauen wir uns das einmal an. Der Vorteil dieser Formel ist, das kann vollkommen maschinell ausgewertet werden und man hat dann doch einen gewissen Hinweis, wie verständlich der Text ist, aber es ist nicht eine exakte Bestimmung. Das ist wichtig zu wissen. FRE ist der Flash Reading Ease Score für die deutsche Sprache und der setzt sich jetzt zusammen aus zwei einzelnen Parametern, die man berechnen muss und dann kann man die Formel ausrechnen. Der erste Parameter ist ASL, der steht für Average Sentence Length. Und das ist einfach die durchschnittliche Satzlänge. Das heißt, ich nehme die Anzahl Wörter, die in meinem Text enthalten sind, dividiere sie durch die Anzahl der Sätze und dann habe ich diese durchschnittliche Satzlänge ASL. Es geht also um die Länge der Sätze und beim zweiten Parameter, ASW, geht es um die Länge der Wörter, nämlich die durchschnittliche Silbenanzahl, Average Number of Syllables per Word.
Ich nehme einfach die Gesamtanzahl der Silben, die in meinem Text vorkommen, dividiere diese durch die Anzahl der Wörter und habe meine durchschnittliche Silbenanzahl. Und dann muss ich eben noch diese Formel anwenden, 180 minus ASL minus 58,5 mal ASW. Und dann kommt ein Wert zwischen 0 und 100 heraus und anhand einer Tabelle kann ich dann sehen, okay, die Lesbarkeit fällt in diese Kategorie. Also hier bedeutet ein niedriger Wert eine schwere Lesbarkeit und ein hoher Wert bis zu 100 eine leichte Lesbarkeit. Und wir müssen also möglichst hochkommen, um eine leichte Verständlichkeit zu erreichen. Und für 13- bis 15-jährige Schüler entspricht ungefähr diesem 7. bis 9. Klasse müssen wir mindestens den Wert 60 erreichen oder aufwärts. Ich habe einmal ein Beispiel durchgerechnet hier. Das ist ein Auszug aus einem News-Item, der einmal auf einer Webseite stand. Das Studentenfernsehen Stufe.tv ist seit dem 18. Dezember 2018 um eine Facette reicher. Soundbox heißt das neue Musikformat, bei dem aufstrebende und etablierte Bands sowie Solokünstler aus der Region vorgestellt werden. In der ersten Folge war die Stuttgarter Musikerin Mary Calls zu Gast. Ich hätte eigentlich jetzt die Eigennamen rausnehmen müssen, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe das einfach mal so durchgerechnet, ganz einfach. Also die durchschnittliche Satzlänge sind 21 Wörter pro Satz, nämlich 42 Wörter insgesamt, zwei Sätze. Die durchschnittliche Silbenanzahl pro Wort ist 1,98, nämlich insgesamt 83 Silben verteilt auf 42 Wörter. Und wenn ich dann den Lesbarkeitsindex ausrechne, dann kommt da raus 43,17. Schaue ich das in der Tabelle nach, dann bedeutet es eine schwere Textverständlichkeit. Ich müsste für Erreichen dieses Kriteriums mindestens 60 erreichen, also eine mittlere Lesbarkeit. Das ist natürlich nur ein Anhaltspunkt, das ist keine wirklich expertengeleitete Auswertung, aber es hilft mir schon zu sehen, wo habe ich noch Defizite in meinem Text und wo sollte ich noch vielleicht Dinge vereinfachen oder Erklärungen bieten oder Alternativversionen. Und das letzte Erfolgskriterium unter 3.1 ist 3.1.6 mit dem Titel Aussprache. Es ist ein Mechanismus verfügbar, um die spezifische Aussprache von Wörtern zu bestimmen, wenn die Bedeutung der Wörter im Zusammenhang mehrdeutig ist, wenn man die Aussprache nicht kennt. Es geht um sogenannte Heteronyme, also das sind Doubletten mit gleicher Schreibweise, aber unterschiedlicher Aussprache und Bedeutung. Das gibt es im Englischen, auch in vielen asiatischen Sprachen, mehr als im Deutschen. Ich habe ein Beispiel gefunden im Deutschen. Das Wort modern schreibt sich gleich wie das Wort modern, nämlich verfaulen. Und es müsste jetzt auch noch in einem Zusammenhang unklar sein, welche Bedeutung eigentlich gemeint ist, ob modern oder modern. Und dann würde dieses Erfolgskriterium anwendbar sein. Und dann müsste man folgende Lösungen, könnte man folgende Lösungen anbieten, entweder im Zusammenhang klar machen, welche Aussprache oder Bedeutung das Wort hat, vielleicht auch eine Sounddatei mitliefern, die per Klick gestartet und angehört werden kann, oder einen Glossareintrag dafür machen und da eben auch vermerken, wie das Wort ausgesprochen wird, vielleicht auch im IPA-Format, International Phonetic Alphabet. Es gibt auch noch eine HTML-spezifische Lösung dafür, nämlich das Element Ruby, RUBY. Und das ist für Aussprache gedacht, ist aber mehr in asiatischen Sprachen dann anwendbar. Das waren die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 3.1 lesbar aus der Reihe REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien in Stuttgart.
Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter https://gpei.eu/wcag21erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.